Bei den Islanders gibt es eine kleine deutschsprachige Gruppe. Ist das eine kleine Gruppe oder komplett integriert? Nein, also wir sind ein Team und wenn wir jetzt von Schweiz, von Österreich oder von Finnland kommen, kommt nicht gross drauf an. Wir haben einen sehr guten Teamgeist und ab und zu ist es schön. Ich meine, mit dem Nino rede ich klar Schweizerdeutsch und auch mit dem Grabner rede ich Deutsch. Also von dort her ist es schon noch lässig, aber wir sind eine Gruppe und eine gute, sehr eine harmonische Gruppe mit einer guten Atmosphäre in den Kabinen. Also das ist eigentlich bei den Islanders immer der Fall gewesen. Die Islanders heuer mit dem Ziel oder großen Ziel in die Playoff zu kommen, wieder nicht geschafft, sehr enttäuscht gewesen. Ja, sicherlich. Also, ich habe mir sehr viel vorgenommen für die Saison und sicherlich auch die ganze Mannschaft. Wir haben einfach in der ersten Saisonhälfte nie die Konstanz hergebracht, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Es ist am Schluss nicht besser geworden, aber der Abstand zu den Playoffs ist einfach nicht zu gross, um es noch aufzuholen. Aber wir haben sicherlich als Mannschaft wieder dazu gelernt und wir haben jetzt im Sommer gut trainieren und wir freuen uns schon auf die nächste Saison, aber es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. Wir sind immer irgendwo durch noch ziemlich jung, vor allem im Sturm. Aber wir haben einen Schritt vorwärts gemacht, auch wenn es vielleicht nicht ein grosser war. Aber wir haben natürlich das Ziel Playoff und wenn man es nicht erreicht, ist es immer eine grosse Enttäuschung. Jetzt zu Nino. Siehst du dich ein wenig als Mentor? Ja, als Mentor. Also ich habe sicher versucht, ihn so gut wie möglich zu unterstützen in New York. Er hat seine erste komplette Saison in der NHL bestritten und hat ein gutes Jahr gehabt. Er hat sicher sehr viel lernen können. Und, wir haben einen sehr guten Kontakt gehabt und sind Freunde geworden und haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Und das hat sicherlich sein Leben und mein Leben erleichtert. Aber, Mentor, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich eher eine gute Freundschaft. Als Österreicher muss ich natürlich fragen, was hältst du oder was sagst du als Kapitän über Michael Grabner? Ja, er ist ein super Spieler. Also er hat letztes Jahr eine Riesensaison gehabt, hat 34 Goal geschossen. Das Jahr war es etwas schwieriger gewesen, aber er hat seine Möglichkeiten gehabt. Er hat sich er hat mit allen Mitteln versucht, Goal zu schießen und der Mannschaft zu helfen. Aber es ist halt immer so, wenn du so ein super Jahr hast, die Saison drauf, hast du vielleicht das Gefühl, du müsstest noch ein bisschen besser sein oder versuchst ein bisschen zu viel. Aber er hat schlussendlich seine Goal gemacht und ich bin überzeugt, er wird in der Zukunft sehr viele Goals für uns schießen und ist vom Typ her sehr ein angenehmer, ein aufgestellter und er will natürlich nur das Beste für die Mannschaft. Zum Abschluss noch die Frage, wenn ein junger Spieler kommt und fragt, was soll er speziell machen, um deinen Weg einzuschlagen? Was würdest du ihm für einen Tipp geben? Ja, das ist... ich meine, da könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang erzählen, aber das Wichtigste ist sicherlich die Freude im Sport und die Leidenschaft, die man für sein Hobby entwickelt und schlussendlich... hoffe ich, dass jeder Spieler einen Traum hat und ob jetzt der Traum in der Schweiz ist oder in Österreich oder in Nordamerika, das darf jeder selber entscheiden. Aber lebt den Traum, genieße es, schätze es, dass dein Hobby kannst zum Beruf machen und wenn du wirklich in dem Fall willst, würde ich es probieren. Ob jetzt mit 18 oder mit 22 oder mit 25 kommt eigentlich gar nicht darauf ab. Sobald man eine Möglichkeit hat, sollte man sicherlich probieren, weil es ist eine riesige Erfahrung, die man machen kann. Und, das Leben in der NHL ist sehr aufregend und sehr schön. Und es macht doch Spass, wenn man sich mit den Besten messen kann. Also. Danke vielmals und viel Erfolg. Merci.